Dachte, er hätte schon irgendwie was, was hier so einen Zustand ändern könnte. Heilen, Gegenmittel, auf Schuh. Sehr schön. So, wir kriegen einen neuen Steinring. Den könnte jetzt wiederum jemand anderes tragen. Hier nochmal ganz kurz gucken. Du suchst Baumwurzel. 10 Gold. Geil. Hier ist noch so ein Baum. Hey, du Baum. Untersuchst Baumwurzel. 10 Gold. Ich sollte mir Bäume in Real Life untersuchen. So. Ist so. Oh nein, er hat neuen Schaden gemacht. Oh nein. Langsam müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie was haben, was uns MP regenerieren könnte. Weil ich befürchte fast, wir könnten bald vielleicht auf einen, auf eine Art Boss stoßen. Ich meine, da steht eine Ratte, die ist mir relativ wumpe. Ist das eine Ratte? So, beide Skorpione da, alle Feinde bekämpfen. Machen wir. Strengen wir uns mal ein bisschen an hier. Kann man ja mal machen. Probier jetzt mal niedermähen. 12 Schaden, ja gut, hätte besser sein können. Okay. Dann machst du einfach ganz normal Angriff. Das war klar. So, du machst einen Zauber. Schwarze Magie, Feuer auf ihn. So. Oh, wir dürfen auch gleich angreifen. Okay. Oh, es ist leider umgefallen. Es tut mir fast ein bisschen leid. Auch nur fast und auch nur ein bisschen. Oh, da kommen noch mehr. Ja, cool. Okay, Zauber. Schwarze Magie, Feuer auf ihn. Ja, mitten in der Mitte getroffen. Das heißt, wir machen kritischen Schaden anscheinend. Du machst magisches Schwert, Feuer auf ihn. Bam. Läuft. Problem ist halt nur, dass halt MP von Klug inzwischen so ein bisschen niedrig sind. Und nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich ziemlich sehr. Schauen wir mal ganz kurz, ob wir irgendwas haben, was MP regenerieren könnte. Heulen. TP, MP. Aha, dafür sind die Zaubertränke. Halt Stinklein. Ah, okay. Ist auch was für Gamer. Mach mal. So. Einfach nur, damit die ein bisschen mehr MP haben. Füll den Falle eines Falles. Na, guck mal, da hinten ist wieder so eine Barriere um eine Kiste herum. Gucken wir uns gleich hier nochmal an. Erstmal haben wir hier eine Kiste. Die hat meine volle Aufmerksamkeit. Ein Smaragd. Wahrscheinlich einfach nur zum Verkaufen oder so. Ich weiß es nicht. So, sollen die Kackschlangen und die Heuschrecken doch sich gegeneinander aufwiegeln oder so? Aber machen sie jetzt nicht. Okay. Dann greifen wir hier die uralte Heuschrecke an. Instant besiegt. So, du greifst das Ding an. Und du machst mal diesen Windgedöns. Passt schon. So. Alle getroffen, alle besiegt. Sehr schön. Es wird mir tatsächlich, während halt dieser Balken da halt so von links nach rechts dudelt, halt angezeigt, wie viele ich dann da angreife. Das ist wichtig zu wissen, denke ich mal. Mensch, dachte ich, ich hätte eigentlich die Kackschlange auch angegriffen, aber nur gut. Dann machen wir das halt jetzt.
Habe ich da noch hier so ein Dornengedöns-Dingens? Ich kann sie mit einem Rubin angreifen. Richtet geringen Feuerschaden an. Okay, dafür sind die. Okay. Weiß ich Bescheid. Sie hatten keine Chance. So. Geht doch. Geht nicht, gibt's nicht oder so ähnlich. Untersuchst Baumwurzel. 10 Erfahrungspunkte für. Gehen wir mal klug, die kriegt so viel aufs Maul. Und die hängt auch, glaube ich, am meisten hinterher mit der Erfahrungspunkte. Auch wenn es nicht viel ist, aber ein bisschen was. In dieser Baumwurzel haben wir Beweglichkeitsbalsam. Mal 1. Okay. Doch wie kommen wir denn jetzt an diese Kiste ran? Chiro, weißt du, was das ist? Blaues Gelee? Weiß nicht. So was sehe ich zum ersten Mal. Tja, wenn Chiro nicht weiß, was es ist, können wir auch aufgeben. In Ordnung, Schuh. Das reicht jetzt. Für dich gilt dasselbe, Chiro. Jammer nützt nichts. Wir müssen endlich los. Okay, kommen wir wahrscheinlich erst später dran oder wir müssen halt tatsächlich irgendwie was Besonderes dafür erfüllen. Ich habe den Arsch der fetten Ratte im Visier hier, das ist ganz toll. Ja, passt schon. Beide angreifen. Das könnte jetzt interessant werden. Okay, wir können aber tatsächlich erst gegen die Skorpione. Magisches Schwert des Feuers, immer drauf. Oh, Gino ist nicht vergiftet, okay. Ja komm, mach Zauber. Schwarzmagie. Feuergedöns auf ihn. Okay. Du machst einen normalen Angriff. Zwei Giftschaden ist okay. Skorpion down, Skorpion down! Ist keine Übung! So, jetzt kommt wahrscheinlich die Kratte hinterher, ne? Jo. Wir kriegen höhere Zielsicherheit. So, du machst Angriff auf ihn. Du machst Zauber, Schwarzmagie, Feuer, passt. Mitten in der Mitte getroffen. Damage. Ja, Halleluja. Und die Ratte durfte nicht angreifen. Es gibt wahrscheinlich gute Erfahrungspunkte. Jo. Okay. So. Achso. Ich sollte vielleicht mal. Ne? Gegenstände. Gegen Gift. Gegen Mittel hier, zack. Dann darfst du dich mal selber heilen. Obwohl, eigentlich können wir das auch mit einem Item machen. Ne? Passt schon. Okay. Dann gehen wir mal weiter endlich. Ratte kann mir mal Ratte sein. Ist da noch irgendwie was? Weil es kann natürlich was in der Baumwurzel sein. Und es ist da 10 Gold. Und hier haben wir Dornengras. Also lohnt sich schon hin und wieder hier mal einfach mal Gegend anzugucken. Das ist das Lager des Schafvolks. Gott sei Dank. Ruhen wir uns ein wenig aus. Ja, wie weit sind die denn von ihrem Heimatdorf weg jetzt geflogen? So, speichern wir mal ab.
So. Wer bist denn du, du komisches Hundevolk-Dingens? Frau des Schafvolks? Oh, willkommen im Lager des Schafvolks. Vergesst nicht, den Speicherpunkt zu nutzen. Ich habe gehört, dass man auch über das Hauptmenü speichern kann. Wie praktisch. Oh, das ist wirklich praktisch. Mädchen Schafholz. Willkommen in unserem Lager. Ja, vielen Dank für die Kiste. Mit Schlafpulver. Ich wollte schon Schafpulver sagen, aber nö. Und was bist du für eine süße Kuh? Oh, knuffig. Knuffig. So, was ist das? Es leuchtet so schön. Das Gerät ist bereits aktiviert. Ja, und was macht das? Was macht das Dingens? So ein Ärger. Ich habe diesen Monat zu viel ausgegeben. Da muss ich wohl mein schwerverdientes Geld ausgeben, Wo habe ich es bloß gelassen, mal überlegen? Ich habe vor dem Lager einen Baum umgeknickt. Ja gut, das gehört jetzt uns. Das ist meins. Mann des Schafvolks. Das ist das wildes Lager des Schafvolks. Über die ganze Welt verstreut zieht das Schafvolk von Ort zu Ort. Durch die ganze Welt zu reisen klingt echt cool. Er scheint auch reisend zu sein. Wenn ihr andere von uns trifft, dann sagt ihnen, dass es uns gut geht. Blenden sogar. Okay. Oh, Hühner! 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 Checken, checken, checken. Ja. Okay, da ist noch eine Kiste. Halten Tricks für Diebe. Aha. Ich habe das mal so zur Kenntnis genommen. Es ist schwer, wenn man jemanden, den man liebt, nicht sehen kann. Sie ging in den Wald der Toten, um Heilkräuter für mich zu sammeln. Also erwartet uns also jetzt demnächst der Wald der Toten, ja? Zauberladen. Das verkaufe ich nicht in meinem Laden, aber angeblich gibt es ein Kreaturenkompendium. Wenn du es beim Kämpfen einsetzt, liefert es dir nützliche Informationen. Ich beneide jeden, der es hat. Sieh doch mal in deinen Sachen nach. Ich hab eins. Kaufen. Können wir jetzt Wassermagie kaufen? Wir haben 1441 Geld. Ja, das andere hier, das bringt dort jetzt nicht wirklich viel. Obwohl, Schild könnten wir natürlich, ne? Aber die Frage ist halt, kriege ich Wasser auch so? Bestimmt. Wenn wir hier Feuer hätten kaufen können, Feuer haben wir gefunden. Dann finden wir bestimmt noch irgendwo Wasser. Von daher frage ich mich halt so, ob sich das wirklich lohnt. Oje, jetzt sind sie in der Klemme. Was ist denn los? Die Monster in dieser Wildnis kämpfen mit Gift, aber ich habe nicht genug Gegenmittel. Aha, das muss Gegenmittel sein. Könntest du mir das geben? Ich will es natürlich nicht umsonst haben. Wenn du mir eins Gegenmittel gibst, schenke ich dir zum Dank einen besseren Gegenstand. Könntest du mir eins Gegenmittel geben? Ja, kann ich machen. Du hast eins Gegenmittel gegeben. Vielen Dank, jetzt kann ich beruhigt losziehen. Ich gebe dir dies zum Dank. Kralle des Phönix, das hat sich gelohnt. Ich zähle darauf, dass du noch mehr Gegenmittel findest. Okay. Kann ich da nochmal was eintauschen? Nur mal ganz kurz gefragt. Oho, das muss Gegenmittel sein. Könntest du mir das geben? Ich will das natürlich nicht umsonst haben. Kannst du mir eins Gegenmittel geben? Ja. Vielen Dank, jetzt kann ich beruhigt losziehen. Nimm das. Noch eine Kralle. Okay, das finde ich eigentlich einen guten Tausch für den Falle eines Falles. Zubehörladen. Zubehör aus antiken Metall gestrahlen erhöht deine Kampfkraft. Armreifen erhöhen die physische Angriffskraft, Halsketten die physische Abwehrkraft. Die Ahnen stärkten ihre Magie auch mit Ringen und schützten sich mit Halsketten. Aha. Okay. Dann können wir jetzt tatsächlich mal endlich hier unsere Kollegen mal ein bisschen ausrüsten. Wir wollen haben... Zwei davon, ein davon und zwei davon. Ich finde gut, dass ich hier mehrere Dinge auf einmal auswählen kann. Das finde ich sehr, sehr gut. So, dann kann ich nämlich endlich mal die ganzen Leute hier ausrüsten. So. Dann kriegst du nämlich hier einen Stein am Reif, du kriegst hier einen Steinring, du kriegst hier einen Stein an der Ohrring und eine Steinhalskette. Alles aus Stein.
So, du hier, dasselbe in grün. Zack, zack, zack und zack. Läuft doch.